Skifahren wird es auch in den nächsten Jahrzehnten noch geben. Wichtig ist der Punkt, Skifahren zu emotionalisieren. Das heißt, die Leute sollen dieses Gefühl einfach wieder spüren, wie das ist, wenn dann der Schnee unter den Skiern knirscht. Drittens, Convenience, ein ganz zentraler Punkt. Wie kann man Skifahren auch vermitteln, wie angenehm das heute ist, mit welchen neuen Materialien wir es zu tun haben, wie einfach eigentlich das Skifahren heute geworden ist. Viertens, wie bringe ich die Jungen zum Skifahren? Also nicht, da wurde diskutiert von Migrantenkindern, wie kommen die zum Skifahren, aber auch ganz einfach, wenn einmal in der Familie das Skifahren aufhört, dann ist es auch bei den Jungen kein Thema mehr. Und hier einen Push zu legen, das war auch zentraler Punkt der Diskussion. Und fünftens, die Produktentwicklung wird anspruchsvoller. Das heißt, es geht darum, was bietet man in Summe in einer Winterdestination an. Skifahren alleine wird nicht ausreichen. Die Menschen fahren zwar Ski, wollen Aktivität im Winterurlaub, aber es muss auch Zusatzangebote geben. Und ich glaube, das hat sehr schön widergespiegelt die österreichische Diskussion dazu.